Warte, das ist doch ein Pferd, oder? Ja. Ich arbeite gerade bei einem Schattenspiel. Party mit deinen Pferden. Ich muss nach Hause. Aber wie muss denn das sein? Nach links. Vielleicht muss es nach links schauen. Ey, das ist unglaublich. Dieser Köter geht mir so dermaßen auf die Eier, ne? Ich habe tatsächlich gerade ein Rätsel gelöst. Ja, das ist ja fantastisch. Ich habe keine Ahnung, wie ich da überhaupt hinkomme, da wo du bist. Entschuldigung. Ey, ich habe eine Nase gefunden. Ich habe den richtigen Riecher. Hau doch ab. Ich habe einen Fuß gefunden, aber das wird nicht mehr lange anhalten, dann bin ich tot. Ich habe mir jetzt einmal Mandelwasser reingeballert. Fantastisch. Und ich habe hier diese Uhr. Ich könnte da den Zeiger eventuell dran machen. Klasse. Du bist tot. Ja, erzähl mir was anderes. Wo ist er denn? Das müsste der Uhrzeiger sein. Boom. Okay. Ich habe einen Schraubenzieher gefunden. Super. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Soll ich pfeifen? Ja, jetzt habe ich den Weg auch gefunden, oder? Habe ich den Weg gefunden? Rotes Licht war doch immer Techno-Karl, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott! Was ist denn? Nix. Verpiss dich! Was ist denn? Sag doch. Nein, da ist nichts. Ach klar. Du Scheiße! Ich hab doch hier rund um mich rum die Keylights von Elgato, ne? Ja. Und die sind weiß. Und vor allem im Dunkeln stechen die besonders raus. Und ich habe direkt rechts von mir einen stehen auf Kopfhöhe. Und ich habe mich gerade nach rechts gedreht und da ist einfach dieses schwebende, weiße, runde Ding. Ja. Alter, habe ich mich erschrocken. Du Ärmster. Mann, ich bin gestorben. Okay, komm mal mit. Wo bist du? Komm mal. Oh, wo bist du? Komm mit. Ja. Also hier links ist das Uhrenspiel, da drin, da können wir aber gar nicht weiter und hier rechts war ich gerade, da können wir mal weitergehen. Warte mal, wieso können wir hier nicht... Das habe ich schon gemacht, die Tür ist dann erschienen und dann ist hier die Uhr. Ja, und dann stell die doch ein. Ja, aber wir haben keine Uhrzeit. Hä? 3.45 Uhr. Ach so, wo hast du das jetzt her? Das habe ich eben in den Chat geschrieben, ich habe die Notiz schon gefunden. Ach so. Ich drehe da dran, okay? Ja. Nee, warte, wie dreht man das? Du musst die Schrauben hinten da bewegen. Achso, sorry. Sag mal. 3 Uhr. Warte, du bist schon weit drüber. 2 zurück. Ja, nein, 1 vor. Ja. Und jetzt die anderen. Stopp. 2 noch. Ja. Und jetzt? Ah, was ist das? 1618 gesehen. 1618. Schreibst du es wieder rein? Alter, was ist jetzt los? Weil, ne? Okay, hier so. Lang. Und wo war jetzt nochmal diese ganzen Leichen und hier der andere Shit? Da geht's zu den Leichen, glaube ich. Ich hab einen Fuß. Sicher? War hier nicht dieser komische... Ah, lol, hier war der Dingensraum. Ja, oh. Ah, mit dem Geigerzähler und den ganzen anderen Krempel. Radiation, ja. Okay, dann war das hier. Dann ja, warte, rechts, ich weiß, wo von die Leichen uns sind. Ja, rechts von uns. Nee. Oh mein Gott, ich höre was, ich will nichts hören. Ich habe Zähne gefunden. Ich sitze hier einfach in meinem Schrank. Ach, alles ja, gut, ich bin noch ein bisschen den Gang runtergelaufen, da kommt ein großer Raum. Okay. Hörst du? Nö. Wo bist du? Hier. Hörst du mich nicht? Ach da. Du musst halt pfeifen, Digga. Hab ich doch. Ja, offensichtlich nicht. Da kommt dein Hund. Gar nicht. Ich hab ihn hinter mir knurren gehört. Ich hab hier ein Schloss. Was für eine Kombination war es nochmal? 1618. 1618. Er dreht sich nicht. 1618. Ich kann's nicht drehen.
1618. 1618. Darf ich das? Ja. 1 6 1. Und hier ist eine Schraubendreher drin, oder? Da ist ein dämliches Mandelwasser. Ich hab die Zange gefunden. Hier ist Mandelwasser. Nimm. Ja, nimm. Hab ich nimm, schon, ich nimm. Bin voll. Ich bin voll. Also offen jetzt. Was war das? Ich hab drin? Die Zange. Die Zange. Höhe? Gibt's hier irgendwie ein Motion Blur Setting oder so, das ich nicht gesehen habe? Nee. Oh, hier sind die Vasen zum Kaputtmachen. Yo. Ich erinnere mich. Hier ist noch eine Vase. Hier sind Pillen drin. Mir einfach nicht komm mal her, komm mal her, komm mal her. Hier sind Pillen. Mir geht's nicht gut. Die Vasen. Komm mal her, hier sind Pillen. Moment hält etwas, aber sie sind so schwer mit der Hand zu zerbrechen, dass komm mal her. Bloß. Vielleicht ein Hammer. Nimm mal so eine Pille hier. Welche Pille? Dann geht's dir wieder gut. Wieder. Und da drunter in der Schublade auch. Legit muss ich diese Pillen nehmen? Und da drunter die in der Schublade auch. Ciao. Warum? Was ist los? Legit waren es die Pillen, die dieses Motion Blur Zeug gemacht haben. Ja, wenn du Sanity, wenn die runtergeht. Krass. Ich hab grad Technokal gehört, du auch? Nee. Okay, schön. Ich hab ihn gehört. Hier ist nochmal Antidepressiva. Kann ich nicht nehmen. Ich brauche auch gerade keins. Mandelwasser. Mandelwasser. Wir müssen den Raum finden, wofür wir die Zange brauchen. Und ist noch eine Dings. Also wir müssen wieder zurück, das ist noch zu früh. Ich zeig dir den Raum, wo die Leiche... Oh mein Gott, Cytex! Komm mal. Ja, bitte. Ja, warte, wo bist du? Pfeif doch. Pfeif doch! Ich pfeif doch, bist du taub? Du pfeifst nicht. Beweg dich! Jetzt höre ich dich. Warte. Guck doch dahin! Dreh dich um! Und tschüss. Hast du ihn auch gesehen? Nee. Ich bin blind. Und du? Komm mit. Wohin? Hier lang, das sind die Leichen. Wo sind die Leichen? Hier. Ja, warte, ich habe keine Ausdauer. Scheiße, ich hab gerade erst Tabletten genommen. Ich kann doch nicht schon wieder. Ich werde hier zum Chunky. Hier. Hi. Ah, ich habe Zähne und einen Fuß. Ja, cool. Wir brauchen aber das Videotape, bevor wir das machen können, oder und nicht? Und hier ist das Schloss. Vielleicht kannst du hier irgendwas machen. Was soll ich da machen? Zieh dir die Leichen an, sie verbergen einen Geheimcode. Ach so, achte einfach auf das Blut. Achte auf das Blut. Ja, die Ach Leute, so, die bloody sind. Video. Ich weiß doch den Code schon. Wie, du weißt denn schon? Ja, siehst du doch anhand der Leichen. Hä? Wie? Hä? Ach so. Das ist das Keypad, du Otto. Da lag ein Hammer drin. Ich hab jetzt einen Hammer. Wo sind die Vasen? Oh mein Gott. Ich hab auch einen Hammer. Okay. Das ist schön. Oh mein Gott, das ist das Keypad. Ja. Yeah. Warte, hier nicht, oder? Der hellste ist er aber nicht, ne? War das nicht hier hinten? Dann? Ich hab mich verlaufen. Hier links? Ne, hier ist das Pferd, Alter. Oh nein. Okay, warte, hier? Man darf nicht so viel sprinten. Das ist Killer. Radiation. Oh oh, Technokal und tschüss. Kacke. Hier lang. Oh mein Gott. Technokal lungert da übrigens irgendwo rum. Ja, ich hab ihn auch gefunden. Ist er wieder weg? Er läuft gerade bei mir vorbei. Na gut, das ist in Ordnung. Und dann kann ich jetzt die Vasen machen. Jo, du Aggressive. Ja, Verzeihung, hallo. Was soll da drin sein? Oh mein Gott.
Sitz. Bello, sitz. Er steht da einfach und guckt. Oh, ich sehe ihn. Ich lock ihn mal weg. Hey, hier. Oh, mein Gott. Ist er weg? Keine Ahnung. Nein, ist er nicht! Ist er nicht! Alter! Braves Hündchen! Braves Hündchen! Hat einen sehr, sehr menschlichen Rücken, ne? Ein Drecksvieh ist das. Ein Rücken zum Entzücken. Ich geh jetzt raus, mir scheißegal, ob der Köter hier ist. Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck hier. Oh mein Gott! Alter! Ich glaube, er ist noch da! Bello aus! Bist du das, der da so schnüffelt, oder ist es der Hund? Das ist der Köter. Der steht vor meinem Spind und snifft rum. Ja, du kannst rausgehen, das ist toll. Oh nein. Der ist direkt vor meinem Spind. Ja, und nicht genau vor mir. Ich sehe ihn. Ich habe den roten Schlüssel. Cool. Ich habe schon wieder Probleme. Das ist nicht mein Problem. Dieser Hund, Alter! Ey, ich komme nicht aus dem Spind raus. Ich werde die ganze Zeit attacked. Sagen wir mal froh, dass ich in dem Backroom Spinde installiert habe, bevor sie alle weg waren. Ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso greift dieser Köter dich nicht an? Weil ich weggelaufen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Was ist los? Alles gut. Geh weg. Ey, geht weg, ich muss einfach nur nett mit ihm reden. Krank. Krank. Das ist krank. Hab ich? Also du hast jetzt... Einen roten Schlüssel. Okay, cool. Der Hund ist weg. Wo muss ich jetzt hin? Erst gerade in den Lüftungsschacht hoch. Okay, cool. Wo muss ich jetzt hin? Zu mir. Ja. Warte, warte, ich hör dich. Warte. Ah, da. Der ist links von uns, alles gut. Ich höre ihn durch die Wand. Techno-Karl, Techno-Karl. Techno-Karl. Wait, kommt er jetzt nicht durch diese Tür? Ah! Warte mal, kommt der jetzt nicht durch diese Tür? Oh mein Gott! Dieser elende Pisser! Der hat mich so erschrocken! Vor allem, du hörst ihn steppen und rennst halt auch noch gnadenlos auf den zu, ne? Ich find's geil, Alter! Er ist so fast gestorben! Komm jetzt! Er ist weg! Ist er weg? Komm jetzt! Bist du sicher, dass er weg ist? Komm. Ob du sicher bist? Ja, 100 Pro. Irgendwas dampft hier. Komm jetzt. Okay, komm. Ein weiterer Tag in den Backrooms. Ich bilde mir immer mehr Dinge ein. Ich habe sogar schon einen Hund und eine Figur aufs Draht gesehen. Wohin? Mittlerweile weiß ich nicht mal mehr, ob ich hier wirklich bin. Vielleicht liege ich in einem Koma. Das war laut. Es gibt Tage, an denen spielt mir der Mann mit der Maske Streiche. Manchmal, warte mal, hier flackert die Textur. Ja. Das ist wahr. Okay, komm jetzt. Wohin? Wo ist die rote Tür eigentlich? Wir hatten die letztes Mal voll schnell gefunden. Die rote Tür muss auf der linken Seite sein. Okay, cool. Dort spürte ich besonders große Energie. Ich spüre hier gar nichts. Nee. Das fühlt sich alles irgendwie uncool an. Hier ist eine rote Tür.
Ja, du bist so ein Hampel, Digga. Hier sind wir falsch, Mann. Ey, du hast nicht gesagt, welche. Das sieht schön aus hier. Ei, echt nicht. Hier links und dann müssen wir hier wieder links. Wir da durch hier rechts. Fuck, wir sind am Anfang. Wow, du hast uns zum Aufzug gebracht. Schön. Ja, Digga. Ich muss erstmal ein bisschen ruhig atmen. Der Mann mit der Maske wird jeden Tag älter. Seine Ausdauer schwindet. Junge, wo bist du hin? Hey, da waren wir doch gerade. Bist du besoffen? Was war eigentlich hier hinter? Hinter diesem Spiegel. Weißt du es noch? Okay, was war jetzt hinter dem Spiegel? Weißt du es noch? Da war ein großer Raum mit zwei Schalttafeln oder so. Oder drei Schalttafeln, das weiß ich noch. Nee, das war doch in diesem, wo du den... Ich hab die Tür. Okay, wo? Zeig mal. Ich bin bei den Leichen, wo bist du? Ich pfeife. Du Pfeife. Mit dem Spind auf. Doch. Ich hab ein Ohr. Komm mal nochmal zurück. Ich hab die Videokassette, ich habe Finger. Ich weiß nicht, wo du bist. Doch, jetzt höre ich was. Pfeif weiter. Da. Ja? Ja, und hier ist die Tür. Ja. Wenn Sie in einige Gemälde finden, sehen Sie sich genauer an. Insgesamt verbergen Sie einen geheimen Code. Die Gemälde. Ey. Ey, das ist Belästigung. Lassen Sie mich hier raus. Ich krieg schon wieder Panikattacken hier. Ich will gleich wieder ein paar Pillen nehmen. Haben wir hier für den Code? Nee, ne? Die Bilder verbergen aber, den Code. Aber ich habe die VHS-Kassette und richtig viele, whatever. Da ist ein Bild von der Katze. Oh! Oh! Bilder verbergen den Code. War das nicht voll scheiße mit den Bildern? Da musste man noch irgendwas leuchten, glaube ich, mit UV oder was, ne? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte wetten können, dass man mit UV dagegen leuchten muss. Sicher? Ja. Nee, musst du nicht. Hier, stell dich mal hier hin, wo ich stehe. Sechs. Dann siehst du da. Ja. Genau. Zwei. Muss. Sechs, zwei. Nee, sechs, dann sag R. Das ist ein R. Nee, das sind Buchstaben, glaube ich. Das sind Buchstaben. Sag mal die Buchstaben. Ist das ein G? G? Nee, warte, C. Ich brauche meine Lampe wieder. Warte mal. So, jetzt. Oh Gott. Ja, C. C. Warte. Ja, C. R. R. E. Ich hab kein E. Doch, ich hab ein E, ja. A. Mhm. M. Cream. Was? Ich hab gelootet! Ich hab Sicherungen und was hab ich noch bekommen? Ich hab so ein Sicherung gekriegt, Moth Jelly. Okay. Ja, komm. Man kann Sachen Sicherung. Immer rechts drei. Ja, aber. Wie? Ah, jetzt hat man die auf den Hotkeys. Ausrüsten. Und was nehme ich dann noch? Oh mein Gott, guck ausrüsten. Mal. Guck mal, warte. Hier. Hm. Warte. Ja. Warte. Gib mir einen Moment. Wie macht man das? Kacke, das muss doch irgendwie gehen. Sollten uns das Videotape jetzt angucken gehen. Gib mir noch einen Moment, warte. Digga, hast du dicke Hupen. Mann, wie macht man das? Keine Ahnung, also ich gehe mir jetzt die Kassette angucken. Nein, du musst was gucken. Guck's dir an, bitte. Warte. Was denn? Wo willst du hin? Wieso geht es nicht? Warte, ich muss kurz Einstellungen. Zehnertasten?
Aber wie? Ich habe eine Sprühdose und ich kann nicht sprühen. Also ich gehe mir jetzt das Video angucken. Change Image mit V. Oh, ist das Gim... Wie sprüht man? Ne, hier ist der Anfang, Digga, hier muss ich nicht hin. Was ist dieses Mottengelee nochmal? Damit konnte man irgendwas kriegen. Ausdauer ist das, oder? Ich hab den Fernseher gefunden, oder? Nee. Ich will mitgucken, warte auf mich. Ja, vor allem müssen wir uns das wieder aufschreiben oder whatever, weil der erzählt einem doch was. Ich bin beim Fernseher angekommen. Und Pfeif. Hab ich? Lauter, weiter. Nein. Wer los, Pfeif? Ich pfeif wie ein Keck. Warte, ich hör dich. Ey, man kann damit Pfeile und so machen, aber es geht nicht. Exit 4, wie sprüht man? Komm jetzt das Video angucken. Wir machen jetzt Videoabend, ist mir scheißegal. Er geht aus dem Bild. Du bist ein Gag. Er hat den Kopf in den Fernseher gesteckt, der Gierige. Jetzt geh mal raus da. Geh mal jetzt raus da. Merkt ihr was? Chad Johnson. The previous subject was found without an eye. Ich sag dir die Sachen, Auge. Ja, ich brauche die Namen. Es. Fuck, ich kann nicht mehr schreiben. Elmond. Ohr. Hier. Marlene Williams. Hand. Rechte Hand. Okay. Hä? Wie dumm ist das bitte? Ich hab aber Zähne, Finger. Und einen Fuß und ein Ohr. Wie sprüht man? Es muss irgendwie gehen. Hör mal jetzt. Ich hab Johnson. Oh mein Gott, ich hab das. Ah, ist auch egal. Hör jetzt auf zu sprühen, lass zu den Leichen es gehen. Es geht jetzt. Nicht, ich will aber, dass wo sind es die geht. Leichen? Oh Gott. Oder habe ich keine Munition? Das ergibt aber auch keinen Sinn. Was für Munition, Alter? Komm jetzt zu den Leichen. Wo sind die Leichen? Ich kann sogar dich ansprühen. Nee, kann ich nicht. Digga, jetzt komm. Wo sind die Leichen? Weißt du es noch? Ja, geh doch weg. Falsch. Oh, was kann er eigentlich? Es ist gerade ziemlich ruhig hier, ne? Na, oh, jetzt hat er es verschrien. Also Technokal ist bis jetzt ja fast gar nicht aufgetaucht. Oh Gott. Wo bist du? Keine Ahnung. Wo bist du? Hier. Komm mit. Hier. Ja. Techno-Karl ist fast nicht. Hast du den nicht gesehen, oder wie? Der stand einfach in der Ecke, Alter. Hast du den nicht gesehen? Nein. I didn't. Ich guck mal ganz kurz, wie man diese Sprühdose verwendet, weil die ist, glaube ich, schon hilfreich. Warte mal. Inside the back rooms spray can. Not working. Ja, da haben wir doch schon was. Steam Community. Ah, okay, man muss sie ausrüsten. Ciao. Ach, Digga. Das ist unglaublich. Ey, es war richtig lange ruhig. Ja, aber jetzt beide hintereinander.
So, wenn du den mal weglockst, kann ich den mal ein bisschen ausprobieren mit der Sprühdose. Was für weglocken, Digga. Der steht vor meinem Spind. Change Image. Oh mein Gott! Junge, lass mich doch sprühen! Was ist los? Ich kann hier voll die coolen Sachen hinsprühen. Jetzt ist der Hund hier. Kannst du den mal weglocken? Nein. Nein.